Haustierradio. Der Heimtierreport, präsentiert vom ZZF. Mit Olli Sachse. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und heute geht es um die Sendung Undercover Boss. Und da war Carsten Eisele, der Systemleiter von Zoo und Co. Und den haben wir jetzt natürlich auch am Telefon. Hallo Herr Eisele. Hallo Herr Sachse. Herr Eisele, erstmal ein bisschen was zu Zoo und Co. Was genau ist das? Ja, Zoo und Co. ist das Franchise-System der Saga Zoo AG im tierführenden Zoofachhandel. Wir betreiben unter der Marke Zoo und Co. derzeit 164 Standorte. Davon sind 9 in Österreich und der Rest in der Bundesrepublik. Und wir beschäftigen uns mit dem Handel von Heimtierzubehör, Futtermitteln aller Art und eben auch mit dem Handel von lebenden Tieren in den Bereichen, die beim Zoofachhandel eben entsprechend in Deutschland handeln dürfen. Na, da passt das Haustierradio ja ideal dazu. Wie wird man denn Systemleiter und was genau ist das? Ja, Systemleiter ist eigentlich die Bezeichnung für den Franchise-System-Verantwortlichen. Daraus leitet sich der Begriff her. Und da Zoo & Co. keine eigenständige Firma ist, sondern eine Abteilung der Saga Zoo AG, die von 2 Vorständen geführt wird, gibt es eben für den Verantwortlichen des Franchise-Systems die Bezeichnung Systemleiter. Wie man das wird, das ist natürlich eine sehr pauschale Frage. Bei mir ist es ganz viel durch Zufall in irgendeiner Form entstanden. Ich bin seit 8 Jahren bei Zoo & Co., habe dort in diversen Bereichen das Unternehmen kennengelernt, hatte vorher überhaupt keine Ahnung von der Heimtierbranche, habe die auch völlig unterschätzt. Mir war eigentlich gar nicht bewusst, dass die Heimtierbranche in Deutschland doch so groß und professionell aufgestellt ist und habe aber relativ schnell dann doch Spaß an dem Umfeld gehabt und mich dann einfach in die Rolle des Systemleiters reinentwickelt und habe dann nach 5 Jahren Tätigkeit bei Zoo & Co. die Chance gehabt, den Posten zu übernehmen und habe die entsprechend dann auch ergriffen. Bleiben Sie dran, nach ein bisschen Musik geht es gleich weiter. Nun handelt Zoo und Co. ja mit Haustieren und Haustierbedarf und nicht mit Gardinen. Das heißt, ja, ich gehe mal einfach davon aus, dass Ihr persönliches Interesse auch so ein bisschen bei Haustieren ist, oder? Klar, das ist sicherlich so. Wobei muss ich auch ehrlich zugestehen, das habe ich mir auch sehr stark angeheiratet, das Interesse. Und ich komme zwar aus dem ländlichen Bereich, aber bin jetzt nicht mit Haustieren in der Form aufgewachsen. Aber ich habe seit 12 oder 13 Jahren auch immer einen Hund, 1, 2 Katzen mindestens, Kaninchen und dann, wie auch zu sehen war, Bienen. Also Heimtiere bestimmen auch ganz viel von meinem privaten Umfeld. Ich denke, sonst wäre ein Job auch wahrscheinlich schwerlich machbar, oder? Ja, also ich meine, sicherlich ist heutzutage so eine Tätigkeit im Heimtierbereich mehr wie Hobbyismus, sondern da ist schon Professionalität gefragt. Aber da wir doch eine sehr emotionale Branche sind, in allen Bereichen eine sehr persönliche Branche, muss man sich mit dem Inhalt schon identifizieren können, sonst wird es sicherlich sehr, sehr schwer. Ist doch was anderes, wenn man mit Tieren arbeitet oder handelt, beziehungsweise auch mit Futtermitteln und Zubehör, dann muss man auch eine gewisse Affinität dazu haben. Ist eben was anderes wie jetzt mit irgendwelcher Totenware, wenn ich jetzt Bekleidung oder Elektronikartikel handle, sieht das sicherlich ein Stück weit anders aus. Herr Eisele, wir wollen ja heute ein bisschen über die Sendung Undercover Boss sprechen. Können Sie den ein oder zwei Hörern, die Sendung gar nicht kennen, erstmal sagen, was ist das? Ja, Undercover Boss ist ein Fernsehformat. Es kommt ursprünglich aus Großbritannien oder Amerika mit dem Hintergrund, dass Geschäftsführer oder leitende Angestellte, verantwortliche Angestellte eben mal den Elfenbeinturm der Zentrale verlassen und an der Basis Arbeit verrichten, die ein ganz normaler Angestellter eben verrichten muss. Und das ist wirklich auch so als Undercover-Projekt aufgezogen, das heißt, es ist realistisch. Wird kein Drehbuch geschrieben oder wird auch nichts gefaked, sondern man wird wirklich unter strengster Geheimhaltung dann als fiktiver Praktikant mit einem geschriebenen Lebenslauf denn in eigene Filialen als Praktikant quasi implementiert und muss dann dort an der Basis ganz normale Arbeit verrichten, wie jeder Mitarbeiter auch. Und die Mitarbeiter glauben eben auch, also die das Praktikum begleiten, dass wirklich da ein Praktikant, ein Arbeitsloser, der eine neue Chance sucht, da jetzt einen Tag von dem Kamerateam begleitet wird und alles geben muss, dass er einen guten Eindruck hinterlässt. Bleiben Sie dran, nach ein bisschen Musik geht es gleich weiter. Wie war es denn jetzt direkt bei Ihnen? Waren Sie denn vorher schon in irgendeiner Form im Zoofachhandel tätig oder nur in leitender Position?
Nee, also ich bin direkt auf der Fläche im Zoofachhandel nie tätig gewesen. Ich habe sicherlich auch schon mal bei einer Neueröffnung irgendwo Regale mit aufgebaut und Ware mit eingeräumt und so weiter, um das einfach mal auch mitzubekommen. Aber ich habe noch nie direkt im Verkauf gestanden oder Tierpflege oder irgendwas auf der Fläche gemacht, sondern kenne wirklich den Zoofachhandel nur aus der Zentrale raus. Von da war das für mich zu 99% komplett neue Tätigkeit, die ich da verrichten musste. Dann kann man ja sagen, wenn das Fernsehen nicht gekommen wäre, hätten Sie ja wahrscheinlich eine ganze Menge verpasst, oder? Genau. Also ich habe im Vorfeld lange Gedanken gemacht, ob das sinnvoll ist, an so einem Projekt teilzunehmen. Weil es gibt natürlich immer Chancen und Risiken bei so einem Thema. Aber was ich ganz klar auch feststellen muss, man bekommt natürlich da auch unter diesem Deckmantel dieser Fernsehaufnahme wirklich die Chance, einen direkten Einblick zu bekommen in die entsprechenden Prozesse in den Filialen. Weil man würde sich ja sonst nie irgendwie verkleiden mit Brille und Bart und würde dann da quasi undercover ins Unternehmen gehen. Und das war eine super Chance, die einem da vom Sender auch geboten wurde. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Das Ganze sollte ja bei den Zoo- und Co.-Fachhändlern nicht bekannt sein, aber es musste doch ein Kamerateam dabei sein, oder? Nee, es gab ja eine sogenannte Cover-Story. Das heißt, ich war der arbeitslose, ehemalig selbstständige Markus Roth mit seinem individuellen Lebenslauf, der eine neue Betätigung sucht und auf dem Weg seiner, sag ich mal, Findungsphase hat er eben ein Praktikum bei Zoo & Co. gemacht, um für sich auszuloten, ob das ein möglicher Job sein könnte. Und vor dieser Cover-Story sind eben auch dann die einzelnen Betriebe gefragt worden, ob sie bereit wären, dass man bei ihnen im Unternehmen halt Aufnahmen machen kann. Ich persönlich war da komplett außen vor. Es waren zwei Mitarbeiter aus dem Marketing-PR-Bereich hier bei uns intern mit involviert und die haben die gesamte Kommunikation durchgeführt. Also für mich war das auch jeden Tag eigentlich wieder eine Überraschung, in welchen Ort, in welche Filiale geht es eigentlich jetzt. Das heißt, Sie waren jeden Tag in einer anderen Filiale? Genau. Es sind jeden Tag in einem anderen Standort gedreht worden. Das Ganze eben auch über Gesamtdeutschland verteilt. Also war eine anstrengende Woche mit harten, langen Drehtagen und viel Fahrtzeit zwischendurch. Bleiben Sie dran, nach ein bisschen Musik geht es gleich weiter. Was hat der Carsten Eisele denn direkt jetzt vor Ort erlebt? Wie war denn für ihn die Arbeit an der sogenannten Basis? Ja, ich meine, wenn Sie halt Tätigkeiten machen müssen, die Sie nur aus der reinen Theorie kennen, dann merken Sie erstmal, wie anspruchsvoll doch jede Tätigkeit auch wirklich ist. Wie hoch der Zeitanspruch auch bei manchen Dingen sind, das hätte ich vorher völlig unterschätzt. Und also man hat wirklich mal live erlebt, was es eigentlich bedeutet, jeden Tag eine Vogelanlage sauber zu machen, Nagerkäfige zu reinigen, an der Kasse zu stehen, Waren einzuräumen, entsprechend zu kontrollieren und. Also das ist doch durch keine Theorie zu ersetzen, wenn man sowas eigentlich selbst mal machen musste. Und das hat mir da schon einen tiefen Einblick gegeben. Dann war ich eigentlich total positiv überrascht, wie sehr doch die Mitarbeiter in den Zoofachgeschäften bei uns bei Zoo & Co. Auch hinter dem stehen, was sie tun. Also ich habe keinen Mitarbeiter kennengelernt, der jetzt, sag ich mal, morgens zur Arbeit kommt, um arbeiten zu müssen, sondern die haben alle irgendwo Bezug zu den Tieren, zu den Produkten und haben richtig Spaß an ihrer Arbeit. Und das ist für uns eben auch ganz, ganz zentral wichtig, weil ich glaube, wenn ich Spaß habe an dem Thema, kann ich auch unsere Kunden, die ja sehr emotional an ihrem Tier hängen, auch vernünftig ansprechen und beraten und auch langfristig an uns binden. Und wie gesagt, dadurch, dass ich live diese Dinge miterlebt habe, habe ich eben auch die Chance gehabt, gewisse Dinge, die wir zentralseitig theoretisch durchdenken, Konzepte entwickeln, die dann entsprechend über die Betriebe ausrollen, doch auch gemerkt, wo Schwachstellen sitzen, wo Dinge nicht funktionieren, weil es vielleicht dann an Kleinigkeiten im Tagesgeschäft einfach den hakt. Und da haben wir eine Menge Erkenntnis auch mitgenommen oder habe ich mitgenommen, die wir jetzt auch hier in unsere Tagesgeschäftsarbeit einfließen lassen. Das heißt, ich gehe auch recht in der Annahme, Sie haben es ja eben schon fast gesagt, Sie haben also auch als Undercover-Agent, wenn man das so mal nennen möchte, keinen Mitarbeiter gefunden, der, sagen wir es mal ganz hart, jetzt mit einer Kündigung rechnen muss, weil er in Ihren Augen eigentlich gar keinen Spaß am Job hat. Nee, also das war auch gar nicht der Ansatz der ganzen Geschichte und das wäre aus meiner Sicht auch völlig unsolide, weil wenn man da, sage ich mal, schon als
gefakter Praktikant in einem Betrieb auftaucht, kann man sich sicherlich nicht anmaßen, denn innerhalb von einem Tag, also von 6 bis 8 Stunden, da Leute so einzuschätzen, dass man jetzt sagt, okay, da ist jetzt jemand völlig fehl am Platz. Das wäre sicherlich dann auch nicht in Ordnung, wenn man solche Geschichten aus so einem Thema ziehen würde. Aber unabhängig davon hat es auch wirklich keinen gegeben, wo ich das gedacht hätte. Bleiben Sie dran, nach ein bisschen Musik geht es gleich weiter. Nun waren Sie ja bei der Arbeit, die Sie vor Ort geleistet haben, sagen wir es mal freundlich, nicht gerade perfekt ausgebildet, im Gegensatz zu Ihren Kollegen. Wie sieht es denn überhaupt mit der Aus- und Weiterbildung bei Zoo & Co. auf? Was für einen Wert wird darauf gelegt? Ja, der Wert, der auf Aus- und Weiterbildung gelegt wird, der steigt eigentlich stetig. Das wird auch in diesem Jahr ganz zentrales Thema auf der Vollversammlung sein, weil zum einen natürlich die Ansprüche an das Halten von lebendem Tier im Zoofachhandel immer größer werden, auch zu Recht immer größer werden, und die Mitarbeiter da entsprechend die Fachkompetenz permanent auffrischen müssen, sodass das Thema Fachschulung bei uns ganz, ganz wichtig ist. Aber natürlich gibt es auch gewisse vertriebliche Aspekte, verkäuferische Aspekte. Das fängt eben von einem vernünftigen Beratungsgespräch bis hin zu einem freundlichen Verabschieden an der Kasse in irgendeiner Form zusammen, und auch dem Bereich schulen wir von der Zentrale aus weiter und bieten unseren Mitgliedern da die Möglichkeit, ihre Mitarbeiter über unsere Konzepte weiterzuentwickeln. Nun haben Sie ja wirklich an der Basis bei Zoo & Co. eine ganze Zeit lang gearbeitet. Gab es für Sie denn auch wirklich Überraschungen? Sagen wir es mal ganz naiv, ganz doof, so, wo Sie gesagt haben, das hätte ich aber nicht gedacht oder das habe ich nicht gewusst? Gut, ich habe da einige Punkte schon angesprochen. Also ich habe den Aufwand, den man für die Tierpflege eigentlich braucht, deutlich unterschätzt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann gab es so ein paar kleinere Aha-Erlebnisse, wo ich gesagt habe, okay, das hätte ich auch völlig falsch eingeschätzt. Das ist eigentlich fast ein banales Beispiel, aber wir haben eine Kundenkarte, eine Freundekarte, und ich konnte es immer nicht nachvollziehen, wenn eine Kassiererin einen Kunde angesprochen hat, haben sie eine Freundschaftskundenkarte? Die Antwort war denn nein, dann muss man ja nicht nachfassen, wollen Sie eine haben? Und ich konnte immer nicht nachvollziehen, warum das in vielen Fällen eben nicht geschieht. Nur wenn man selbst mal an der Kasse gestanden hat, es sind 10 Leute in der Schlange, überlegt man sich sowas vielleicht zweimal, ob man dann wirklich sich den Stress noch antut, da irgendwo 2 oder 3 Minuten mit dem Kunden über einen Freundschaftskartenantrag zu sprechen. Und da ist eben aufgefallen, dass wir da auch konzeptionell Dinge ändern müssen, dass sowas beispielsweise nicht Arbeit der Kassiererin sein kann, sondern eben dann von anderen Kollegen mitgemacht werden muss, dass eben so ein Kassenablauf reibungslos funktioniert. Und von solchen vielen Kleinigkeiten gab es eine ganze Menge, die eben dazu beitragen, dass man für viele Punkte ein ganz anderes Verständnis bekommt und dann eben auch die Lösungen, die man als Zentrale vorgeben kann, viel besser abstimmen kann auf das, was wirklich denn auch den Mitarbeitern im Markt hilft. Bleiben Sie dran, nach ein bisschen Musik geht es gleich weiter. Herr Eisele, wie waren denn im Nachhinein die Reaktionen erstmal von den Filialen oder auch von Kollegen auf die Sendung Undercover Boss? Ja, die Reaktionen, muss ich ganz ehrlich sagen, die waren deutlich positiver, wie ich das gedacht hätte. Also Reaktionen aus der Branche, von Kollegen beziehungsweise auch von Industriepartnern, die waren alle sehr, sehr positiv. Bis hin dazu, dass man gesagt hat, eine klar tolle Werbung für Zoo & Co., aber eben auch für die Gesamtbranche. Das hat mich auch ein Stück weit gefreut, dass es so gesehen wird. Von unseren Franchise-Partnern und Mitarbeitern gab es eigentlich durch die Bank weg nur positive Reaktionen. Da hat man sich eben auch gefreut, dass man da mal dieses Format halt belegt hat und nicht vielleicht Kollegen des Wettbewerbs da entsprechend diesen Tierbereich in der Sendung besetzt haben. Also das war sehr, sehr positiv. Auch von vielen Endkunden gab es über Facebook und Homepage und so weiter positive Rückmeldungen. Gab natürlich auch kritische Anmerkungen in Internetforen und so weiter, aber das muss ich sagen, habe ich auch im Vorfeld kalkuliert. Da gibt es auch sicherlich generelle Nörgler, die sowas immer in irgendeiner Form anzweifeln, ob das jetzt gefaked ist, nicht gefaked ist, und irgendwelche dummen Kommentare abgeben. Also da kam auch weniger, wie ich eigentlich im Vorfeld gedacht hätte. Von daher kann ich nur sagen, die Resonanz insgesamt war sehr positiv.
Sie haben es ja schon kurz angesprochen, aber können Sie es vielleicht nochmal zusammenfassen, was Sie denn eventuell aus dieser einen Woche, nennen wir es nochmal Basisarbeit, wirklich für sich mitgenommen haben, auch wo man eventuell dann in der, nennen wir es einfach mal so, Geschäftsleitung, in der Geschäftsführung dann irgendwas ändern muss oder kann? Klar, also wir haben viele Dinge auch schon konkret geändert. Also es gibt ein, zwei laufende Projekte, wo ich direkt Erkenntnisse von dem Experiment mit einbringen konnte. Beispielsweise sind wir gerade dabei, auf SAP-Basis eine neue Warenwirtschaft inklusive Kassenlösung zu entwickeln. Da habe ich doch einige Erkenntnisse mitgenommen, die wir auch direkt haben einfließen lassen in die ganze Geschichte. Wir haben unsere Betriebsbegleitung für die Mitarbeiter nochmal von der Stoffzusammensetzung her entsprechend über arbeitet oder sind gerade dabei, dass die eben auch an die klimatischen Verhältnisse in so einem Zoofachmarkt besser angepasst sind. Es gab da also einige Themen, wo wir ganz konkret auch die Ergebnisse haben mit einfließen lassen. Und bei mir ist es halt momentan so, dass ich bei vielen Entscheidungen, die ich treffe oder Überlegungen, da schon besser drüber nachdenken kann, wie funktioniert das in der Praxis. Wo eben auch jetzt ein Ergebnis raus resultiert ist, es wird im nächsten Jahr Pflicht für jeden Mitarbeiter der Zentrale sein, dass er mindestens auch 3 Tage mal so ein Praktikum in einem Zoo- und Co-Betrieb macht, um eben auch bei seinem jeweiligen Aufgabengebiet noch viel besser diesen Praxisbezug zu bekommen. Carsten Eisele war eine Woche Undercover-Boss in vielen Filialen von Zoo & Co. und hat uns über seine ganzen Erlebnisse erzählt. Wir danken Ihnen ganz herzlich für das tolle Interview und freuen uns schon auf eins der nächsten Gespräche. Ja, Herr Sachse, vielen Dank auch für Ihre Zeit und allen Hörern viel Spaß weiterhin mit dem Haustierradio. Bis dann. Tschüss. Das war der Heimtierreport, präsentiert vom ZZF, dem Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. Die gesamte Sendung gibt es bei uns wie immer auch zum Nachhören und Downloaden im Internet unter www.haustier-radio.de, dann in den Bereich Tierratgeber und Heimtierreport, präsentiert vom ZZF. Haustierradio, der Sender für alle Tierfreunde.